Wir schnüffeln. Aha, ein Brief vom St. Edmund Hall College. Okay, herzlichen Glückwunsch. Na, na, na. Schreiben möchte. Diese Zulassung ist von letztem Monat. Helena hat also wirklich erst angefangen zu studieren. Entscheidungen, bla bla bla. Ich bin überzeugt, mindestens einen Doktortitel, 27 Studiengänge. Viel Erfolg im Studium. Diese Zulassung? Naja, gut. Da habe ich schon gesucht. Okay. Oben? Ich habe keine Zeit, auf Ihrem Computer herumzuschnüffeln. Und ich glaube. Also gut, nein. Ah, da wollten wir noch reingucken, bestimmt. Ich würde gerne die Unterhose mitnehmen. Das ist Helenas Türschlüssel. Er ist zu groß für das Schloss am Kasten. Aber wir haben doch gar keinen anderen Schlüssel. Hier, nehmen wir den, komm. Der Kasten muss doch irgendwie aufgehen. Ich. Aber wie willst du. Ah, Taschenmesser. Okay, wo könnte man einen Schlüssel verstecken? Magazin. Was ist das? Magazin. Ein Theaterprogramm von 2002, als Helena in London war. Im Oktober 2002 war Helena in London. Okay. Ist nicht weit weg von Oxford. Vielleicht war sie ja schon mal hier. Das sollte ich Dr. Stiles sagen. Im Oktober... Haben wir das jetzt mitgenommen, oder was? Oh. Ja, aber... Wie knacken wir das Schloss? Typisch Helena. Bücher. Ich muss zugeben, dass ich nicht erwartet hätte, in ihrem Zimmer Bücher vorzufinden. Vielleicht hat sie ja mehr auf dem Kasten, als man denkt. Wie kann man denn? Das ist Zimmerschlüssel. Ne? Messer geht nicht. Streichholz 100%, ich auch nicht. Wir kommen wieder. Später. Oder wir müssen es noch nicht aufmachen. Das ist das Zimmer von Jeannie Smith. Naja. Blöde Jeannie Smith. Nee. Ich muss die andere Tussi. Der habe ich noch gar nicht, aber da komme ich nicht hin. Die ist im höheren Semester. Ah, es war so klar. Er werkelt herum. Vielleicht repariert er eine Sicherung. Ich will mir heute mal den Flügel der höheren Semester genauer ansehen. Da sollte ich lang können. Aber dazu muss ich erst das Alarmsystem abschalten. Okay. Scheint der Schalter für das Alarmsystem zu sein. Ich rühre ihn bestimmt nicht an, wenn mich der Hausmeister sieht. Ja. Ich denke nicht, dass ich hier irgendetwas anrühre. Dann schick den mal weg hier.
Ja, genau, den verarscht man jetzt. Pass auf. Und zwar. Welchen Trick soll ich versuchen? Der Trick bringt. Nein. Den Trick. Nein. Ich glaube nicht, dass. Nein. Den Trick. Nein. Dafür brauche ich etwas. Hütchen. Ah. Gehen wieder einkaufen. Bei Mephistopheles. Da kaufen wir wieder alles, was geht. So. Na los, na komm. Laden nicht so viel, Mann. Schon wieder laden. Alter, ich habe einen High-End-PC. Das Spiel hat eine so gute Grafik. Warum muss es laden so viel? Es gibt nichts zum Laden. So, jetzt aber. Oh, lauf, komm. Schneller. Naja. Na, Mephistopheles, was geht? Miss Everett. Ich hatte gehofft, dass Sie heute hier vorbeischauen. Freut mich, dass Sie mich vermisst haben. Ich Warum? Habe vorhin ein bisschen ausgemistet und etwas gefunden, das Ihnen gefallen könnte. Was ist das? Ja? Eine magische Laterne. Man stellt ein Bild hinein und die Laterne projiziert es dann wie ein Hologramm nach außen. Mal sehen, ob sie noch funktioniert. Oh, wow! Da ist ein Schmetterling dabei, aber Sie können jedes beliebige Bild dafür verwenden. Früher hat man solche Laternen gerne bei Seancen benutzt. Was kostet sie? Ich krieg's umsonst. Sie stand jahrelang im Schaufenster und es wäre unangemessen, dafür Geld von Ihnen zu verlangen. Danke. Ich schenke sie Ihnen. So oh, ist recht. Wirklich? Das ist ja nett von Ihnen. Ich... Danke. Vielleicht kann ich sie ja irgendwann mal bei meinen Shows benutzen. Genau. Genau. Danke. Gern geschehen. So, jetzt lass mich einkaufen hier, komm. Dieser Z... Nein. Das zum Ver... Der Eins... Nein, nein, nein. Die Seiten dieser... Die Seiten dieser... Alles, was ich... Ah, okay. Ich brauche nicht alles anklicken. Okay. Das war's. Was haben wir jetzt eigentlich mitgenommen? Ach. Ja, klar. Für Zaubertintenfleck brauchen wir ja, Zaubertinte. Samantha. Ich will Ihnen etwas zeigen. Ich habe das Foto gestern Abend im Fitnessraum auf dem Campus gemacht. Und Sie haben niemanden gesehen? Nein, es war dunkel und ich hatte nur das Blitzpulver. So habe ich das Foto gemacht. Wie man sieht, ist nicht viel darauf zu erkennen. Ich habe eins der Gewichte an den Kopf gekriegt und bin bewusstlos geworden. Als ich wieder zu mir kam, war er weg. Er? Gewagte Theorie. Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass es eine Frau war. Ich habe wahrscheinlich eher gesagt, weil ich die Person nicht wirklich leiden kann. Ich war nur für ein paar Minuten bewusstlos.
Danach waren alle Gewichte in der Mitte des Raumes zu einer Pyramide aufeinander gestapelt. Und die Drähte, oder was auch immer er für den Trick verwendet hat, waren weg. Er hat nicht die von mir aufgestellten Fallen an den beiden Türen ausgelöst. Also hat er wahrscheinlich damit gerechnet, dass er beobachtet wird. Wer auch immer dahinter steckt, ist ein Meisterillusionist. Vielleicht einer der besten auf der ganzen Welt. Sie müssen diese Person kennen. Wer wäre zu so etwas fähig? Wer wäre wohl fähig genug? Die Sache ist wirklich amüsant. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Welche? Ach, das ist doch offensichtlich. Ja, entweder er. Wenn Sie mir nicht verraten dürfen, wer es war, können Sie mir wenigstens sagen, wie ich es selbst herausfinden kann? Was würden Sie an meiner Stelle tun? Es schmeichelt mir, dass Sie mich um Rat fragen, Miss Everett. Lassen Sie mich nachdenken. Warum ändern Sie nicht einfach den Zeitpunkt oder Ort des nächsten Experiments? Sagen Sie niemandem ein Sterbenswörtchen. Nur Sie und Dr. Stiles dürfen Bescheid wissen. Und selbst die Testpersonen dürfen es erst im letzten Moment erfahren. Natürlich. Ja. Der Eindringling muss den Experimentplan kennen und hat viel Zeit investiert, um diese Tricks vorzubereiten. Wenn wir das nächste Experiment im letzten Moment ändern, hat er keine Chance, schnell genug zu reagieren. Danke, das ist eine sehr gute Idee. Gerne doch. Das ist wirklich eine gute Idee. So, jetzt lass mal hier zaubern gehen. Da. Ich möchte bezahlen. Ach so, ja klar, zahlen bitte sehr. Müssen wir auch noch. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Nicht Film vergessen. Wiedersehen. Ja. Gehen wir jetzt. Na komm. Danke. Und schon das Telefon. Hallo? Gut. Verdammt. Da kann ich das Ding ja gleich ausschalten. Klappt nicht ganz, hä? Was guckt denn die jetzt? Ach so, die versteckt sich bloß. Oh mein Gott. Helena und Mephistopheles? Vielleicht hatte David ja recht. Es ist eine von den Mädels. Und die beiden haben mich komplett zum Narren gehalten. Ich habe ihnen alles anvertraut. Was soll ich jetzt davon halten? Miss Everett. Hi, schön Sie zu sehen. Nee, der quatscht nicht mit mir. Okay, dann hierhin. Weil Zaubern, Baby. Wir müssen was wollen wir eigentlich nochmal machen? Ach so, ja, die Sicherung ausschalten, dass wir den dritten Stock können. Also von den höheren Semestern. Oh, Mädel, lauf schneller. Die Leute wollen dich nicht laufen sehen.